Ihr wollt mehr von Mama, ihr bekommt mehr von Mama. Und da Mama eh die Beste auf der ganzen Welt ist, hat Mama sehr viel bestellt. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich kann ehrlich gesagt nicht glauben, dass wir es gemacht haben, aber ich hatte eine Idee. Ich dachte mir, komm, Mama ist eine tolle Mama. Mama hat alles verdient und ich kann mir immer so ein paar Sachen bei Lookfantastic aussuchen. Und ich dachte mir aber mal, ich glaube, es ist ganz spannend, wenn nicht ich mir Sachen aussuche, um sie euch zu zeigen, sondern wenn meine Mutter sich Sachen aussucht. Und deswegen durfte meine Mutter ein bisschen mein Kärtchen nutzen und ein bisschen auf meinen Nacken shoppen. Und sie hat Mutti ja zugeschlagen und ich dachte mir, ich zeige euch einfach, was wir oder was sie sich vor allen Dingen rausgesucht hat. Und vielleicht inspiriert es ja auch euch, vielleicht ist es für euch etwas mit dabei. Ansonsten seht ihr, was für schöne Schätzchen Mama sich ausgesucht hat. Ich kann euch natürlich auch immer nur begrenzt Dinge zeigen, die mich interessieren. Gerade wenn es um Neuheiten geht, sind manchmal einem die Hände gebunden. Aber ich glaube, weil ich viele Mäuse in der Community habe, die immer älter von meiner Mutter sind, ist es vielleicht doch mal ganz spannend zu sehen, was eine Frau in ihren jungen 50ern sucht und sich aussucht. Und sie hat bei Lookfantastic geshoppt. Ab und sehr zugeschlagen. Mutti hat wirklich zugeschlagen, aber es sei ihr gegönnt. Mutti arbeitet in einem sehr gefährlichen, sehr anstrengenden Job und Mutti hat alles verdient. Und ich zeige euch mal, was sie sich ausgesucht hat. Ihr wisst ja, dass meine Mama genauso wie ich eine absolute Schnäppchenmaus ist und sie hätte das nicht gemacht, hätte ich ihr nicht gesagt, dass sie auch ein bisschen was sparen kann. Ich habe bei Lookfantastic ja immer einen Rabattcode, der gilt auf alles. Und es gibt oft Dinge gratis mit dazu. Es gibt oft super viele Rabatte, die auch miteinander kombinierbar sind. Und das ist sehr, sehr selten. Selbst wenn etwas im Sale ist, könnt ihr den Code am Ende der Bestellung einfach eingeben und ihr spart dann immer noch mal das Maximum, was möglich ist. Und ich bin ein bisschen überrascht, weil hier wirklich auch zwei Sachen einfach komplett umsonst mit dabei waren. Unter anderem die Lookfantastic The Box nochmal mit dabei. Da hatte ich euch ja neulich schon ein paar Sachen gezeigt. Wir haben hier beispielsweise ein Muskelgel. Wir haben eine feuchtigkeitsspendende Massagebürste von Grüum. Wir haben von Christopher Robin eine Cleansing Volume Paste mit Rosenextrakt. Meine Mutter ist genauso duftverrückt wie ich. Sie liebt Rosenduft. Das riecht wirklich sehr, sehr gut. Mutti ist was für die Beine. Wir haben von Lotti London ein Setting Powder, ein Fluffy Eye Blender und einen Peter Thomas Rot. Oh, auch sehr. Rose. Das, ohne Witz. Meine Mutter hat mir aus dem Urlaub ein Rosenöl mitgebracht. Ich glaube, in Marokko hat mir ein Rosenöl mitgebracht. Das riecht so toll. Und hier ist noch eine Anti-Aging-Gel-Maske mit Rose mit dabei. Das gab es jetzt mal gratis mit dazu. Nehmen wir natürlich gerne mit an. Das gab es gratis mit dazu. Das wusste weder sie noch ich, als sie die Bestellung gefüllt hat. Das ist von Sol de Janeiro, die 62, der klassische Duft Pistazie und Salted Caramel. Aber, und Mutti hat sich für ihren nächsten Urlaub, aber das hier schon mitgenommen, einmal dieses Travel Probierset mit dem Duft, mit der Bodylotion und ich glaube, hier ist noch das Duschgel ist mit drin. Genau. Ist natürlich perfekt praktisch. Du hast ein kleines Täschchen sogar mit dabei. Deswegen ist das für euch. Das packe ich euch in eine Verlosung. Hier haben wir ja nochmal eins für Mama. Aber meine Mutter kennt diese Creme. Sie hat mich tatsächlich auf die Creme damals aufmerksam gemacht. Sie hat, ich weiß gar nicht, ich glaube, sie hatte mal irgendwo einen Gutschein. Hat die sich dann gekauft, auch in einer kleinen Größe und war so begeistert davon, dass sie die auch regelmäßig benutzt. Sie benutzt entweder die Biotherm-Creme, diese hier oder die... Hat sie mir neulich geschickt. Borotalco-Creme benutzt sie ganz gerne. Das ist natürlich süß und das ist super, super günstig. Also ich bin wirklich überrascht, wie günstig Sol de Janeiro ist. Auch nochmal ein krasses Feedback von euch bekommen. Zu der 72 war das, glaube ich, was so nach Macadamia-Keks von Subway riecht. Oh, Kinders. Das riecht ja toll. Das gefällt meiner Mutter auch. Sie ist genauso duftverrückt wie ich. Deswegen hat sie sich einmal das noch mit ausgesucht. Ich geträumt. Also ich habe die Bestellung ausgefüllt dann am Ende. Sie hat mir die Bilder dann geschickt, was sie haben möchte. Von Vella Mystify Me Strong. Ein schnell trocknendes Haarspray. Ich habe das heute schon benutzt und ich fand das ziemlich, ziemlich gut. Erstmal hast du hier 300 Milliliter mit drin. Vella ist natürlich etwas teurere Marke. Aber es riecht ganz, ganz toll. Es riecht nicht so wie dieses Elnette Haarspray, sondern es riecht sehr, sehr, schon fast ein bisschen pudrig, ein bisschen blumig. Gefällt mir sehr, sehr gut und die Haare halten echt gut. Ist jetzt hier im Zweier-Set mit drin gewesen. Dachte ich mir, okay, Mutti kann alles haben, was sie will. Warum sie sich Haarspray ausgesucht hat, meine Mutter ist sehr... Sie ist nicht pingelig, sondern sie ist sehr präzise, was ihre Haare angeht. Sie kann nicht alle Produkte benutzen, sie will auch nicht alle Produkte benutzen, weil es manchmal einfach nicht funktioniert. Das ist jetzt, glaube ich, erstmal hier auch so ein Test für sie, aber ein Haarspray geht immer.
Meine Mutter benutzt, glaube ich, sonst das von Nivea oder das von Elnett. Und jetzt hat sie sich halt das noch einmal mit ausgesucht. Aber sie hat sich auch eine komplette Haarpflegelinie ausgesucht. Und die finde ich ganz spannend. Und das ist nämlich das Schöne bei Look Fantastic, dass man da auch Sets findet, die deutlich, deutlich günstiger sind. Oder Sets mit Produkten, die es vielleicht hier in Deutschland so noch gar nicht in der Drogerie gibt. Eine Reihe von L'Oréal Elvital. Hier ist es Elvive. Ich glaube, das ist die französische oder das britische Pendant dazu. Wir haben hier einmal die Glycolic Gloss Reihe, die die Haare stärken und so ein bisschen auffüllen sollen und vor allen Dingen einen Glanz geben soll. Wir haben hier einmal das Shampoo. Das riecht gut. Auch so ein bisschen nach Rose, würde ich sagen. Ja, ganz leicht, nicht so intensiv. Dazu haben wir einmal das Shampoo und den Conditioner. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr Conditioner benutzt. Ich mache das sehr, sehr selten, weil ich danach das Gefühl habe, dass meine Haare einfach so, die sind dann so fipselig. Gut, ich habe jetzt auch nicht so viele Haare auf dem Kopf wie meine Mama, aber ich bin nicht so der Conditioner-Fan. Diese beiden Dinge gab es auch noch mit dazu. Ich glaube, ihre Intention, das zu kaufen, war hier das Leave-In-Serum. Das ist etwas, was den ultimativen Schein geben soll. Es hatte auch so ein paar Schimmerpartikel mit drin. 14% Glosskomplex mit Glykolsäure für so ein bisschen fades, poröses Haar. Ich probiere es mal so ein bisschen von der Textur her für euch. Also ein paar Schimmerpartikel sind mit drin. Es riecht gut, es riecht sehr mild, ist so ein bisschen ölig, wie so ein, ist halt wie so ein Serum, ne? Wie so ein Haarserum, wie so ein Ölserum oder so. Kann man, glaube ich, ganz gut so ein bisschen in die Spitzen machen. Und es gab auch noch das 5 Minuten Lamination Rinse Off. Wow. Das habe ich persönlich noch nicht gesehen. Das soll man 5 Minuten auf den Haaren lassen. Und das soll die Haaroberfläche glatt machen. Ne? Also die Haare sind ja so ein bisschen wie so schuppenmäßig angeordnet. Und das sorgt dafür, dass die Haare dann auch immer so ein bisschen trocken aussehen können oder so ein bisschen filzig sich anfühlen. Das soll die Haare einfach glatt machen. Und somit hat Mutti eine komplette neue Haarserie. Ganz, ganz wichtig ist natürlich, Mama, wenn du das siehst, wir brauchen ein Feedback von dir. Also wenn sie die Produkte probiert hat und durch hat, dann reden wir dann natürlich nochmal drüber. Da müsst ihr euch keine Sorgen drüber machen. Eine Sache habe ich mir bestellt, zweimal, weil ich wirklich, ich bin ja mittlerweile so eine kleine Skincare-Maus geworden. Ne? Ich liebe Skincare, ich liebe es, Produkte für die Haut auszuprobieren. Und The Ordinary hat was Neues rausgebracht. Und ich hatte das vor 2 Monaten vorab, bevor es rauskam, schon einmal zugeschickt bekommen, um es einfach zu testen. Und das ist das Saccharomyces Ferment 30% Milky Toner. Habt ihr mit Sicherheit auf Social Media schon gesehen. Es kommt in dieser Flasche. Das ist eine Glasflasche mit so einem milchigen Toner. Und ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden. Es kommt raus, es ist so ein bisschen milchig. Und es ist auch erst milchig auf der Haut. Ich zeige es euch jetzt einfach. Das ist dann raus fast leer. So, das ist so eine weißliche Flüssigkeit und die sieht auch erstmal weiß aus. Ist so ein bisschen wie so ein Magnesiumgetränk oder so ein Magnesiumpulver, was man sich ins Gesicht machen kann. Dann trägst du es auf und nach ungefähr einer Minute sieht deine Haut aus wie Glasskin. Nach dem Abschminken das rauf, das ist unglaublich. Ich habe es nicht verstanden. Das ist ein Peeling, aber das ist das erste Peeling, wo du nicht merkst, dass es peelt. Es brennt nicht. Ich rasiere mich ja fast jeden Tag. Ich mache das rauf, es brennt nicht. So ein zartes, zartes Peeling. Ein sehr leichter, exfolierender Toner mit Yeast, mit Hefe-Ferment-Technologie. Ganz, 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 ganz toll. Große Empfehlung, habe ich gleich zweimal bestellt, weil es mittlerweile einer meiner liebsten Produkte sind. Ne? Ich kann diese ganzen No-Cosmetics, Skin-Toner kann ich nicht mehr sehen. Ich vertrage sie einfach nicht. Ich kann aber auch keine mechanischen Peelings in meinem Gesicht machen. Und ich suche immer Skincare-Produkte, die ich jeden Tag benutzen kann, die so einen leichten Peeling-Effekt haben. Dadurch, dass ich mich natürlich mehrfach am Tag abschminke, brauche ich auch nicht so viel Peeling. Und dafür ist das wirklich gut. Wenn ihr also ein chemisches Peeling haben wollt, was nicht wehtut, was ganz, 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 ganz mild ist, wirklich, ich würde auch sagen, Anfänger geeignet oder vorrangig für Anfänger ist, probiert den aus. Der ist ganz, 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 ganz toll und sehr. Der spendet Feuchtigkeit. Squalane sind mit drin. Glycoside sind mit drin. Ja, also love it. Mutti hat sich wirklich nicht lumpen lassen. Sie hat sich nämlich was gegönnt. Einer ihrer liebsten Düfte ist genauso wie meiner, ist nicht nur das St. Bart, das West Indies, sondern auch das Lost Cherry. Und sie hat sich hier diesen kleinen Travel-Flakon mitgenommen. Den lasse ich natürlich jetzt einmal zu. Das Lost Cherry, das kennt ihr, das liebe ich sehr. Und meine Mama mag das auch ganz gerne. Deswegen durfte sie sich hier auch nochmal natürlich das kleine Tom Ford Lost Cherry mitnehmen. Aber ich sag's euch, wie es ist. Das ist natürlich ein bisschen teurer. Ne? Ich sehe den Haul jetzt eher so
Mutti hat sich auch mal was gegönnt. Und ich finde es mal ganz schön, wenn man sich auch mal was gönnt. Und sie hat sich hier die kleine ausgesucht. Da sind 10 Milliliter mit drin. Ist natürlich schon ganz schön teuer, ne, muss man sagen. Aber es ist ein wundervoller Duft. Was soll ich dazu sagen? Ich weiß ganz genau, warum meine Mama das bestellt hat. Ihr wisst ja, ihr Duft St. Barth West Indies. So, und sie hat das hier mitgenommen. Das ist eine Bodycreme von Way. Way hat ganz, ganz tolle Haarpflegeprodukte, die ich sehr gerne benutze. Aber mittlerweile auch so ein bisschen Skin- und Bodycare. So, und diese Creme heißt Body Cream St. Barths. Und sie hat das höchstwahrscheinlich nur bestellt wegen St. Barth, weil es ja wie ihr absolutes Lieblingsparfum riecht. Und ich freue mich, es jetzt auszuprobieren. Sehr dick, schon fast wie so eine Butter. Mango, Kokosnuss, sehr fruchtig. Sehr sommerlich, eine ganz dicke Textur. Nicht so dick wie die Bum Bum Cream. Oh, die riecht toll. Wobei, in Kombination, also mir gefällt es richtig gut. Das riecht wie, ich glaube, es gab mal von Isana so einen Duft, so Mango Majesty oder wie die immer heißen. Sehr, sehr schöner Duft. Fühlt sich gut an. Ist super schnell eingezogen. Die Haut ist aber immer noch... Oh, wenn ihr so eine Fruchtmaus seid, das solltet ihr euch mal anschauen. Bei Way gibt es natürlich viele Produkte mit den Düften. Dann auch das Duschgel, das Shampoo, irgendwas. Finde ich sehr, sehr gut. Und das sieht... Also es sieht natürlich super, super luxuriös aus. Super clean. Es sind auch 212 Gramm mit drin. Ich mag es sehr gern. Woran erinnert mich das? Ich kenne den Duft. Aber ich kann es euch gerade nicht sagen. Es riecht wirklich so ein bisschen obstig. Nicht ein Obstler, sondern wie so ein leckerer Obstsalat auf irgendeiner karibischen Insel. Mag ich gern. Dann hat sie sich eine Nachtcreme ausgesucht. Und ihr merkt es, ne? Meine Mutter ist so eine Duftmaus. Sie kann nichts benutzen, was nicht gut riecht. Und sie hat sich von Lancôme die Hydra Zen Night Cream ausgesucht. Mit Hyaluronsäure und da ist es wieder. Der Rosenextrakt. Mama ist gerade auf dem Rosentrip. Sieht natürlich auch fancy aus, ne? Das ist ein sehr, sehr schöner Tiegel. Ja, ich rieche schon. Ich brauche es gar nicht richtig aufmachen. Oh, toller Rosenduft. Auch hier wieder eine sehr dicke Creme. Das ist fürs Gesicht. Und da lässt auch so ein bisschen wässriges Feeling auf der Haut. Ja, toller Duft. Ganz leicht, ganz weich. Also nicht so wie hier jetzt eben. Die war ja so ein bisschen dicker, sondern das ist eher... Lancôme macht schon gute Skincare. Ich finde, dass es immer so ein bisschen, aber da nehme ich mich nicht raus, so ein bisschen vergessen wird, dass Lancôme ja auch wirklich sehr, sehr gute Skincare macht. Die macht nicht nur tolle Mascara und Wimperntuschen und so. Das ist dasselbe. Die machen auch tolle Skincare. Ich liebe das Hydra Genesis Serum. Mag ich sehr gerne. Und das ist für Mutti. Sie hat sich aber noch was anderes ausgesucht. Das ist die Midnight Recovery Omega Rich Cloud Cream von Kiehl's. Kiehl's ist ja auch so eine Marke, die haben wir auch schon oft benutzt hier. Die Avocado-Maske, Augencreme mag ich sehr, sehr gerne. Und hier haben wir noch mal eine Creme, die kriege ich jetzt nicht. Die ist noch verschweißt, das lassen wir jetzt mal zu. Hat sie sich hier auch noch eine Gesichtscreme ausgesucht. Für reifere Haut, reich an Omega-Fettsäuren, die über die Nacht die Haut regenerieren sollen. Omega 3 und 6, die Feuchtigkeit in die Haut bringen sollen. Wachen Sie auf mit einer... Oh Gott, ich kann nichts lesen mehr. Wachen Sie auf mit einer strahlenden, jünger aussehenden Haut. Ich sag euch, Mutti sieht nach diesem Haar hier wahrscheinlich noch besser aus. Ein Lippenstift, so. Es ist ein bisschen schwierig mit meiner Mama und Lippenstift, ne? Also ihr erinnert euch ja, sie hat ja eine ganz spezielle Lippenkombination. So. Und ich weiß nicht, warum man ihr das antun musste, aber also... Ich kenne meine Mutter eigentlich nur mit einer bestimmten Lippenstiftkombination. Und das war ein Lippenstift, ich glaube sogar von Estee Lauder. Melone oder so hieß der. Und der wurde irgendwann aus dem Sortiment genommen. Und seitdem sucht meine Mutter diesen Lippenstift oder eine Alternative. Es gibt ihn nicht mehr. Und jetzt hat sie sich den hier ausgesucht. Und jetzt, wo ich den sehe, könnte das ein Treffer für sie sein. Als Alternative zumindest. Estee Lauder Pure Color Lipstick Matt. Meine Mutter mag keine glänzende Lippen. Sie braucht einfach so ein mattes Gefühl. Sie arbeitet den ganzen Tag. Sie kann nicht den ganzen Tag sich immer nachkontrollieren, ob alles noch da ist. Und da braucht sie etwas, was einfach lange hält. So, jetzt haben wir hier den Lippenstift in der Farbe 600. Der ist schon farblich. Kommt er dem schon sehr nah? Der andere war, glaube ich, ein bisschen pinker. Ich swatch mal nur eine ganz, ganz kleine Stelle.
Ja, kann man, glaube ich, gut kombinieren. Ne? Sie benutzt, habt ihr ja gesehen, in dem Video, falls nicht übrigens, das verlinke ich euch mal. Das ist ein sehr, sehr gutes Video gewesen. Da hat meine Mutter ihre Make-up, Skincare, Hautpflege, Haarpflege-Favoriten gezeigt und auch kommentiert, warum das ihre liebsten Produkte sind. Deswegen verlinke ich euch das einmal hier oben in der Ecke. Sehr, sehr schöner Ton, schön sommerlich, würde ich schon fast sagen. Sehr matt, ne? Also das ist gar kein Glanz mit drin. Ja, ich glaube, der könnte ihr wirklich gefallen. Und Freunde, das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich bin super gespannt, was Mama zu den Produkten sagt. Vielleicht hat sie ja noch das ein oder andere Feedback für euch. Dann gebe ich euch dazu natürlich zeitnah ein Update. Und falls ihr vielleicht Lust habt, für eure Mama auch mal was auszusuchen, Weihnachten, na gut, ich will jetzt noch nicht von Weihnachten anfangen, na, aber vielleicht für euch einfach mal was. Schaut unbedingt bei Look Fantastic vorbei. Es gibt einfach so, so viele gute Angebote dort. Und gerade, egal, wenn ihr hiervon nichts mitnehmt, aber ihr süße, gebackene Düfte liebt, probiert den Duft von Sol de Janeiro aus. Es gibt, ich lieb's. Ich habe schon gar keine Worte mehr. Ihr süßen Mäuse, schaut gerne bei Look Fantastic vorbei. Ich verlinke euch alle Produkte für Mama einmal unten. Vielleicht ist ja da was für euch mit dabei. Und ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal.